Herzlich willkommen zu einem neuen Video über vergessene Actionfiguren. Ich bin der Celi und stelle euch heute einen meiner Lieblingstransformer bzw. Lieblingsdecepticons vor, nämlich den Mega Pretender Thunderwing. Eine sehr schöne Figur, die ich damals sogar als Kind besessen habe. Ich wollte mich eigentlich nur auf den Thunderwing konzentrieren, dann dachte ich mir aber, stelle ich euch doch noch mal vollständigkeitshalber und die unvollständigen Figur von Room und von Crossblades vor. Das sind die weiteren Mega-Pretender im Bunde. Zu denen werde ich nicht so viel sagen, weil sie auch unvollständig sind. Ich muss halt zugeben, ich habe mich auch nie um die Vervollständigung dieser Figuren bemüht, weil sie mir nicht so am Herzen lagen. Im Gegensatz zum guten alten Thunderwing. Und da kommen wir auch gleich zur Vorstellung. Hier sehen wir die volle Pracht des Thunderwing Mega-Vehikel-Modus, was so viel wie heißt, sein innerer Roboter ist verwandelt und befestigt an dem verwandelten Jet, der sich aus seinem Äußeren, aus seiner Hülle ergeben hat. Also nochmal zur Erklärung, Thunderwing ist ein Mega-Pretender, heißt so viel wie es gab ursprünglich Pretender. Pretender bedeutet ja so viel wie vormachen, verkleidet sein, und das waren halt seinerzeit Aliens oder Roboter, die in ihrem Inneren einen Transformer, einen Roboter hatten und sich dann erst später zu erkennen gaben. Das Gute an diesen Hüllen war, dass diese Hüllen den Transformer unverletzlicher gemacht haben. Also die Hüllen konnten einiges ab, wenn die total zerstört waren, konnte sich der Roboter trotzdem bester Gesundheit erfreuen und daraus befreien. Allerdings ist diese Hülle immer eine direkte Symbiose mit dem Roboter eingegangen. Und das heißt, wenn die Hülle verletzt wurde, wurde auch der Roboter verletzt. Und bei diesen Mega-Pretendern ist man halt immer noch einen Schritt weiter gegangen. Und hier konnte sich dann tatsächlich auch die Hülle in etwas verwandeln, in dem Fall einen Kampfjet. Seinerzeit, als ich den Mega-Pretender Thunderwing im Karstadt gesehen habe, habe ich mich direkt in ihn verliebt, und das lag eigentlich nur an seinem coolen Äußeren, an seiner Farbgebung, an der Möglichkeit eben diesen inneren Roboter zu verwandeln, also da war ich großer Fan von, aber mehr wusste ich über ihn nicht, ich wusste nur, dass er echt böse aussah und ein Decepticon war, da war ich eh Fan von und sich in ein Flugzeug verwandelt hat und mega dicke Wummen hatte. Tja, und das ist gleichzeitig ein Transformer, in dem ich mich zweimal verliebt habe. Das heißt, bevor ich euch gleich zeige, wie er sich verwandelt, zeige ich euch mal, was ich dann später über ihn Erfahrung bringen konnte. Und zwar in Form der Marvel Comics. Also hier zu sehen ist so ein Sammelband, also die Matrix Quest. Da kam Thunderwing zu besonderer Prominenz, muss man halt sagen. Und diese Comics waren mir ehrlich gesagt, bis ich wieder später im Erwachsenenalter mit dem Sammeln der Transformers angefangen habe, nicht bekannt. Was es in Deutschland gab, war so eine Vierer-Serie zunächst einmal bei Condor erschienen, dann später halt eine etwas länger laufende Serie, lasst mich nicht lügen, ich glaube, die hat es auf 21 Bände oder sowas geschafft, aber da kam Thunderwing nicht mehr vor. Das heißt, erst später, als ich dann mit dem Sammeln angefangen habe, habe ich auch festgestellt, hier, es gibt eine Transformers Comic-Serie von Marvel sogar, die es dann über sehr viele Hefte gebracht hat, also quasi in 80 und dann noch in der heutigen Zeit fortgesetzt wurde, glücklicherweise, wo man da angeknüpft hat. Und in dieser Storyline, die sich dann die Matrix Quest nannte, und halt über 5 Hefte sich spannen, kam Thunderwing selbst zu großer Prominenz und hier wurde auch erklärt, das ist kein gewöhnlicher Decepticon, es ist ein Decepticon, der, sag ich mal, eine Affinität zu der Matrix besitzt, was sehr selten ist. Eigentlich können nur Autobots zu größten Teilen hier die Matrix für sich nutzen, aber irgendwie scheint es auch bei Thunderwing der Fall zu sein, dass er eben quasi die Rufe oder irgendwie die Macht in der Matrix eben auch benutzen kann zum Konstruieren. Und darum geht es in dieser Miniserie quasi. Da wird halt auch prominent gezeigt, dass Thunderwing quasi sich auch zu einem Anführer der Decepticons oder dem Anführer der Decepticons aufschwingen will. Und was sie in weiser Voraussicht gemacht haben, das zeige ich auch noch später. Die äußere Hülle ist quasi auch die Identität von Thunderwing, weil das macht ihn irgendwie cool. Dieser innere kleine Roboter, der ist echt zu vernachlässigen. Deswegen kommen wir jetzt gleich mal zu dem Verwandlungsmodus von Thunderwing. Thunderwing ist in der Serie 6 der ursprünglichen Transformers-Serie erschienen, also der Generation 1.
und das ist gleichzeitig die vorletzte Generation 1 Serie, ist so ca. 89, in Deutschland wahrscheinlich eher 90 in den Verkauf gelangt. Und ich muss sagen, da hat Hasbro auch endgültig seine Identität gefunden. Ich glaube, noch in den vorhergehenden Serien hat man noch teilweise Roboter benutzt. Ich weiß halt auch nicht, inwieweit das bis dahin auch noch galt, die man bei anderen Serien aufgekauft hat, also quasi von Diaclone oder ganz prominent Macross Transformer und ich weiß nicht was alles und hat die dann einfach in diese eigene Serie übernommen und andere Namen gegeben, andere Kolorierungen, vielleicht maximal leicht Parts wie Köpfe oder sowas verändert, aber hier diese letzte Generation, also vorletzte Generation und die letzte danach, das waren dann halt schon so Eigenkonstruktionen. Und man ist dann auch in meinen Augen dazu übergegangen, so das Farbschema so ein bisschen zu vereinheitlichen, dass man die Decepticons alle quasi dann halt auch entsprechend dunkler gemacht hat. Also viele dieser violetten, grauen, dunkelgrauen Applikationen, grün, dunkles Blau genommen hat. Das heißt, so verschieden wie die Decepticons auch mal waren, du konntest die halt, wenn du die zusammengestellt hast, irgendwie so eine gewisse Identität erkennen. Und andererseits gab es auch negative Aspekte des Hasbro-Wahns. Die Hasbro-Transformer, diese letzten, die wurden halt auch immer klobiger. Das heißt, du hattest auch oft den Fall, dass du entweder einen guten Fahrzeugmodus hattest oder einen guten Roboter, aber beides zusammen, das kam nie mehr so oft vor. Und ein bisschen Klobigkeit hast du beim Thunderwing auch, aber ich finde den Fahrzeugmodus wirklich ganz nett. Und auch später werdet ihr sehen, auch der Robotermodus ist sehr gelungen, was die Figur für mich besonders macht, weil sie eben sehr viel Charakter zeigt. Und viele Transformer dieser Generation leiden drunter. Das heißt, man konnte viele Schrauben und Schräubchen sehen. Das fiel mir bei diesen ersten Generationen nicht so auf. Und hier hat man versucht, viele dieser Schrauben, diese Klobigkeit mit Aufklebern und so weiter zu überdecken, was nicht immer gelungen ist. Aber kommen wir jetzt erstmal zur Verwandlung. So, das ist der Thunderwing Jet selbst. Man konnte halt zum Beispiel diese Pistole tatsächlich hier unten noch festmachen, komischerweise nicht an diesem runden Pin, sondern ich habe sie damals als Kind hier immer reingesteckt. Eine leichte Veränderung konnte man auch mit diesen Lasern vornehmen, man konnte die so positionieren, also nicht flach, sondern eben hochkant, was ja dem Spielfuß irgendwie immer gut getan hat, weil man da immer leicht variieren konnte. So. Aber genug der Jets, wollen wir mal sehen, wie der wirklich verwandelt aussieht und was wirklich die Besonderheit für mich darstellte. So, erstmal die Bewaffnung abnehmen. Die Transformation ist eigentlich sehr, sehr einfach. Das hier hochklappen, da sind sie schon die Beine. Tja, das hier für die Zehen ausklappen. So, und nun das Wichtigste, das Cockpit kommt nach hinten. Und schon kommt der Torso und der Kopf zum Vorschein. Das klappen wir wieder zurück. Und schon haben wir den guten Thunderwing. Tja, der hat so eine Art Shogun-Samurai-Look. Ein extrem guter Partner auch für Bludgeon, auch einen weiteren Small Transformer in dem Fall. Also die passten gut zusammen, der ja auch so eine Art Samurai darstellte. Ich finde, ein Transformer mit viel Charakter, mit viel sinisterem Charakter. Die kleine Laserkanone konnte man ihm hier auch in die Hand geben. Aber, naja, mein Gott, das ist ja so ein bisschen lächerlich. Gerade bei einem Transformer, der, wie in den Comics dargestellt wurde, auch Optimus Prime Paroli geben konnte. Das heißt, dem verpassen wir mal schon seine richtigen Kanonen. Bäm. Redest du mit mir? Redest du mit mir? Ja, das sieht schon richtig böse aus. Ja, aber auch wenn ich das als Kind gespielt habe, eigentlich ist das nicht Thunderwing selbst, sondern seine äußere Hülle, seine Drohne. Thunderwing selbst, ja, ist dieses kleine Flugzeug, das man dann auch mit diesem kleinen Laser, wenn das auch Tagform als Jet rumflog, ausstatten konnte, was ich als Kind gemacht habe. Ja, wie Celi gespielt hat. Ich habe das hier immer leicht runtergeklappt und dann sah das immer so aus, als ob das so ein Vogel quasi war. Und dann habe ich den quasi als Spionageflugzeug benutzt. Ich glaube, im Endeffekt ist Thunderwing auch gelabelt als Luftspionage.
Und ich habe natürlich nicht gespielt, dass das nur die äußere Hülle ist, sondern das war Van der Wing selber. Und er hatte dann hier quasi seinen kleinen Spion, der ihm alles erzählt hat. Naja, das so zu meinen Spinnereien als Kind. Verwandeln wir den Roboter selbst auch nochmal. Einmal die Flügel zusammenklappen. Das hier zurück. Arm auseinander. Das geht doch. Das funktioniert auch ganz gut. So, jetzt haben wir ihn fast. Hier der kleine Transformer. Und zu guter Letzt auch nochmal hier das Köpfchen auseinanderklappen. Ja gut, es ist jetzt nicht das hässlichste Ding überhaupt, aber es ist schon ziemlich fisselig klein und wen will man damit hier beeindrucken? Hier der direkte Größenvergleich. Naja, ob ich dann nun glauben soll, dass das hier der Transformer war, war wahrscheinlich auch der Grund, wieso man den in den Comics, also da muss man auch von Medien sprechen, halt quasi nie als Roboter so wirklich dargestellt hat. Also es gab wirklich so ganz, ganz wenige Szenen, wo er aus seiner Hülle gekommen ist. Kam auch jüngst, ich weiß nicht, in welchem Jahr das war, es gab so eine Stormbringer-Storyline auch in den Comics, wo quasi Van der Wing wiederbelebt wurde und quasi als, sag ich mal, Bote der Apokalypse verwendet wurde, leider nicht zu größerer Prominenz oder dazu gekommen ist, seinen Charakter darzustellen. Ich habe es, glaube ich, eben noch nicht ganz zu Ende gebracht in dieser Story der Matrix. Die endete quasi dann auch mit einem Cliffhanger, beziehungsweise auch mit dem Tod von Van der Wing. Und zwar konnte er tatsächlich Optimus Prime in dem Kampf um die Matrix überwinden. Man sagt dann quasi, Optimus Prime hat mit halber Lunge gekämpft, weil er die Matrix nicht vernichten wollte, aber irgendwie haben die Transformers dann geschafft, ihn zu überlisten und da ist er quasi mit der Matrix ins Nirvana geflogen, aber natürlich hat man später der Matrix hinterhergejagt, weil man in ihre Kraft kommen wollte. Unter anderem haben die Decepticons halt auch versucht, die Kraft aus den Überresten von Van der Wing irgendwie zu ziehen und so weiter und so fort. Also es ist, glaube ich, einer der Transformer, die am meisten in der Storyline gestorben sind. Jetzt zeige ich euch aber auch nochmal die anderen Mega-Pretender. Ein weiterer Mega-Pretender ist Room. Wie ihr hier seht, leider recht unvollständig. Ich kann euch hier mal aus dem guten Warman's Transformers Field Guide mal eine vollständige Version präsentieren. Wie ihr seht, da hat er noch Kanonen. Und mir fehlt auch leider das Hinterrad. Wie gesagt, ich habe mich nie so drum gekümmert, den zu vervollständigen, weil mein Herz nicht so unbedingt an dieser Figur hing. Und deswegen habe ich sie nur mal der Vollständigkeit halber mal in einem Konvolut oder in Ähnlichem mitgenommen. Also auch als Kind nie besessen, keine nostalgischen Gefühle. Nichtsdestotrotz möchte ich dieser Figur nicht Unrecht tun, nur weil ich sie nicht wertzuschätzen weiß, heißt das nicht, dass es eine schlechte Figur ist. Also wie ihr seht, das ist hier dieser Mega-Vehikel-Monus, hier käme sonst die Laserkanone drauf, unten fehlt mir leider das Rädchen und das war quasi der Angriffsmodus. Die äußere Hülle funktioniert auch selbstständig, wie eben bei Van der Wing auch gezeigt. Hier klemmt noch der kleine Roboter irgendwie drunter. Wenn man den großen Roboter quasi für sich zeigen will, kommt das quasi als Sitz hier drauf und dann hätte man quasi ein Motorrad für sich und nicht ein Trike. Wie gesagt, leider fehlt mir hier unten ein Rädchen, damit es dann ein wirkliches Space-Motorrad wird. Zum kleinen Roboter, der kann für sich quasi so eine Art Dragster sein, also so ein Rennvehikel. Hui. Oder man kann ihn halt auch mit Waffe noch ausrüsten, die hier fehlt. Oben käme sie dann drauf, aber hier in dem Fall halt nur der Reifen. Also so würden sie quasi für sich stehen. Da verwandeln wir ihn mal. Übrigens laut des Transformers Guides von Warman ist der Vroom ein Saboteur. Tja, ihr könnt euch selber dann vorstellen, was ein Saboteur sein soll und was nicht. Und wahrscheinlich sabotiert er dann die Decepticons, wenn sie es nicht selber für sich gemacht haben. Und so, hier haben wir den guten Room. Sieht ehrlich gesagt so ein bisschen dödelig aus, also so ein harmloser Blick, also so ein klarer Kämpfer für das Gute, da war ich nie so der Fan von, aber naja, da kann man ein Auge zudrücken.
Hier bleiben so ein paar Teile übrig. Kommen wir zu dem Vroom selbst. Wie eben erklärt, muss ja das hier der wahre Vroom sein. Der ist noch schneller transformiert, als es eben Thunderwing war. Und ich muss halt sagen, das muss ich dem zugestehen, ich finde die Version doch ein bisschen, die Roboter-Version besser als die, die es vom Thunderwing ist. Müssen wir nur noch zum Stehen bekommen. Hier seht ihr sie leider halt nur unvollständig, aber die konnte man eben auch bis an die Zähne bewaffnen. Kommen wir nun zum letzten Mega-Pretender in der Runde. Komischerweise hat man drei Mega-Pretender gemacht, zwei Autobots, ein Decepticon in Form von Thunderwing. Wahrscheinlich war Thunderwing so großartig, dass man ihm gleich zwei Autobots entgegenstellen musste. Das hier ist, wie gesagt, Crossblade. Soll eigentlich, wenn man ihn dann vollständig hat, ein Helikopter sein. Also hier oben fehlt mir das Rotorblatt. Schauen wir doch mal hier nach, was der gute Wormans für uns bereithält an Info bzw. an Vollständigkeiten. Hier, da ist er schon. Hier einmal der Vehikelmodus und einmal Crossblade selbst, wenn er vollständig ist. Hier unten erfährt man dann auch, tja, was soll er sein? Pretender Ground Reinforcement. Also ist wie alle hier oben zu sehen, 89 erschienen, Serie 6. Wie gesagt, also ich kann mir schon vorstellen, dass es in Deutschland eben später war. Also 90 würde ich auf jeden Fall schätzen, wenn nicht gerne 91, wo diese Figuren rausgebracht haben. Mehr weiß ich über Crossblades auch nicht. Das Einzige, was ich so ein bisschen, obwohl das hier sehr amateurhaft klingt, wollte ich doch so zumindest grob ein bisschen recherchieren zu Thunderwing. Und da habe ich rausgefunden, Mensch, der hatte, tja, eine leicht farblich veränderte Version in Japan teilweise. Ich weiß gar nicht, was für verrückte Sachen die hatten. In einer Art Serie, die dann Crossformer hieß. Und da hieß Thunderwing, sage ich schon. Thunderblade, Entschuldigung, ich meine natürlich den ersten. Thunderwing hieß da Black Shadow. Und hier dieser Transformer, Crossblades, wurde leicht farblich verändert, also zum Bösen gemacht und wurde da als Blue Bacchus, gebracht und war dann in dem Sinne der Partner von Thunderwing. Sehr, sehr witzig eigentlich. Wie gesagt, seht es dieser Figur nach, sie ist unverständlich. Ich habe das so rausgemacht, was sie ist. Als normaler Transformer bzw. komplett sieht sie bestimmt viel besser aus. Aber kommen wir mal zu diesen Modi. Ich versuche jetzt mal den Modus für den Transformer alleine hier zu erzeugen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich bin, glaube ich, viel zu schwach dafür. Man muss hier irgendwas öffnen können, aber irgendwie gelingt es mir nicht. Boah, ich steckte gerade für einen Augenblick fest. Ah, so, endlich. Also, hier muss man was ausklappen. So, hervorragend. Das heißt, so wäre der Helikopter für sich ohne seinen kleinen Partner. Hier oben müsst ihr euch das Rotorenblatt vorstellen. Und ja, hier der kleine Partner, ja, war so ein kleines Flugzeug hüben wie drüben. Also ich habe gesehen, man konnte hier diese Laserflügel auch hier unten anbringen. Tja, je nachdem, was man daraus wollte, hatte auch noch ein bisschen mehr an Bewaffnung. Und diese Laserflügel konnte man auch tatsächlich noch hier oben anbringen. Also er strahlt nicht in seiner vollen Schönheit. Wahrscheinlich hat die Figur noch mehr Potenzial. Woran ich mich störe, werdet ihr gleich sehen, ist auch hier wieder der Modus der Roboterfigur. So, einmal, zweimal. So, machen wir die Kamera ein bisschen hoch, weil auch er hier, auch Crossblades, guckt so ein bisschen wie ein Dulli in der Gegend herum. Also das störte mich nicht so schlimm wie bei Vroom. Sieht ein bisschen anständiger aus. Und hier sei darauf hingewiesen, das, was ich eben erzählt habe, dass der eine Reissue dann halt in Japan hatte als Blue Bacchus, da haben sie ihm wohl einen ganz anderen Headsculpt gegeben, also eine neue Kopfform, die so ein bisschen roboterartiger aussah. So, ein bisschen bewaffnen kann man ihn immer noch. Hier einmal. So. Ach ja, komm, so schlecht sieht er jetzt nicht aus. Und dann hier nochmal der kleine Roboter wird verwandelt. So, 1, 2, 3 Handgriffe.
Den kann man dem noch hier hinten drauf tun. So, und dann hat man hier so einen kleinen Roboter. Ich mochte ja immer, also auch in dem Fall, die Roboter, die diese, diese Mundschutze hatten, also wie Ritter, ähnlich wie bei Optimus Prime, ist auch bei ihm hier der Fall. Und ja, das sind die beiden in Kombination. Nein, so übel ist der Crossblade dann doch nicht. Hier nochmal ein Gruppenfoto aller Mega-Pretender, quasi ein Familienfoto, damit man auch ein bisschen die Größenverhältnisse irgendwie sich ansehen kann. Diese Idylle werde ich auch gleich zerstören. Ich nutze sie nämlich für eine Sache, die ich ganz vergessen hatte, der Pretender. Tja, wo kommt der Name her? Das habe ich bei allen drei versäumt, aber ich will euch hier an Thunderwing demonstrieren. Ich baue die mal hier auseinander. Die Pretender, der Name resultiert ja daraus, dass der Roboter ja eigentlich hier in seiner Hülle versteckt ist und dann Cassie Priest dann irgendwann mal da rauskommt, wenn es so erscheint, als ob man die äußere Hülle bezwungen hat. Bei Thunderwing ist es halt so, man öffnet ihn folgendermaßen. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Und steckt den kleinen Roboter hier rein. Das ist ein Gefriemel. Also als Kind habe ich das immer recht gut hingekriegt, aber so als Erwachsener mit den groben Pfoten, da kann das nichts werden. Aha, so, jetzt habe ich ihn richtig drin. Und so. So hat man den Transformer hinten versteckt. Bei den ersten war es dann halt auch so, dass man einfach die Hülle auseinandergeklappt hat bei den normalen Pretenders. Und hier ist es doch ein bisschen komplexer. Also jeder der anderen beiden beinhaltet auch eine Möglichkeit der Öffnung und des Verstauens des jeweiligen Roboters. Huiuiui, das war sie, meine Vorstellung vom Thunderwing. Das ist gar nicht mal so unanstrengend, immer dieses parallele Transformieren und Erzählen bei diesen Transformers, aber ich mache es sehr gerne, macht ordentlich Spaß. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten. Ich lege jetzt auch nicht meine Prämisse auf das Vermitteln von Infos, das können andere besser und sind mit Sicherheit viel, viel, viel besser informiert als ich. Aber ich will halt einfach mal ein paar vergessene Figuren vorstellen und eventuell auch noch so ein paar Sachen oder Assoziationen loswerden, die ich zu den Figuren persönlich habe, was mich mit ihnen verbindet. Und wie gesagt, das war meine Entdeckung als kleiner Junge. Im Karstadt habe ich ihn gefunden und dann als Erwachsener irgendwie kam diese erneute Liebe, als ich dann diese Comics entdeckt habe. Die Transformers Comics sind von meiner Seite auch auf jeden Fall eine Empfehlung, weil die immer verrückter wurden. Also gerade hier in der Matrix Quest Geschichte haben sie am Anfang tatsächlich auch, um die einzuleiten, so eine Malteser-Falken-Geschichte erzählt, dass sie die Roboter in Trenchcoats gesteckt haben und so weiter und so fort. Es wurde immer verrückter. Die Zeichenleistungen waren halt wechselhaft von gut bis schlecht, aber ich glaube, die ursprüngliche Serie von 80 Heften, also ich habe mich, glaube ich, nie gelangweilt. Die Geschichten gingen von cheesy bis gut. Also das heißt, wenn ihr mal für schmales Geld, so teuer sind die, glaube ich, nicht, bei eBay oder im Comic-Antiquariat, die klassische Transformers-Serie findet, schlag zu. Die aktuelle Serie kann ich auch nur empfehlen. Sie ist so ein bisschen komplex zum Quereinsteigen, aber wenn man sich ein bisschen reinliest, hat man hervorragende Zeichenqualität mit hervorragender Story allein. Falls jemand von euch noch irgendwas über Thunderwing weiß oder noch interessantere Sachen zu erzählen hat, der mag es bitte hier drunter schreiben. Ich freue mich über jeden Like, freue mich über jeden positiven oder auch konstruktiven Kommentar. Muss soweit sagen, freue mich auch über Vorschläge, was ich so vorstellen könnte, falls es mir möglich ist und die Figur entsprechend in meiner Sammlung ist. Die nächsten Sendungen sind jetzt so ein bisschen schon geblockt, aber ich komme alsbald als möglich dazu und bin mittlerweile auch jetzt schon der Überzeugung, ich habe gesagt, warte ich erstmal die 10 Folgen ab, dass ich das hier auf jeden Fall beibehalte, weil ich persönlich noch sehr, sehr viele Ideen für Vorstellungen habe und es kommen momentan auch genug Zuschaueranfragen, denen ich jetzt erstmal nachgehen will. Nächste Folge sind die Thundercats, dann kommt wieder eine Masters-Figur, ich möchte die Dino Riders nicht vergessen, Mask wurde auch schon angefragt, also ich bin da echt gut beschäftigt. Falls ihr eine Idee habt oder einen Vorschlag habt und ich nicht selber damit um die Ecke komme, macht das gerne und dann sage ich einfach bis zur nächsten Episode.